Mit 60% hat die Schweizer Stimmbevölkerung Ja gesagt zum Covid-19-Gesetz. Aber die nächste Abstimmung in dieser oder in einer ganz ähnlichen Angelegenheit, die steht schon bald ins Haus. Über das wollen wir reden heute oben mit dem Chef von der jungen SVP Schweiz, mit David Traxel. Herr Traxel, guten Abend. Guten Abend. Wir haben schon gesagt, nochmal das Covid-Gesetz geändert die Fassung. In erster Linie stört sich die junge SVP an dem Covid-Zertifikat, das neu in dem Gesetz innen ist, in der neuen Fassung. Sie wollen das Referendum dagegen ergreifen. Wieso? Genau. Wir haben jetzt ja am 13. Juni über das ganze Covid-Gesetz abgestimmt. Das besteht maßgeblich aus zwei Teilen. Ein erster, sehr schlechter Teil, Zweiklassengesellschaft, Covid-Zertifikat, Bundesratsvollmachten. Und aus einem zweiten, guten Teil der Finanzhilfe. Jetzt, beim erneuten Referendum, geht es nicht mehr um die Finanzhilfe. Die sind jetzt draussen und es geht nur noch darum, Covid-Zertifikat, wenn wir eine Zweiklassengesellschaft, wenn wir Ungeimpfte diskriminieren, wenn wir dem Bundesrat Vollmachten geben, oder wenn wir zurück zur direkten Demokratie, zum Föderalismus. Und bei diesem zweiten Referendum sind wir uns eben sicher, dass sich Politik nicht mehr hinter der Finanzhilfe verstecken kann und dass wir sehr gute Chancen haben, um dann auch die Abstimmung zu gewinnen. Zweiglasengesellschaft, sagen Sie, ich sage, das ist eine Interpretation von Ihnen. Das können Sie so sein. Schauen Sie, welche Logik verfolgt das Covid-Zertifikat? Das Covid-Zertifikat folgt der Logik, ich habe nur meine Grundrechte und meine Freiheiten, wenn ich beweisen kann, dass ich nicht krank mit Covid bin. Und wenn ich nicht beweisen kann, dass ich kein Covid habe, also entweder geimpft, genesen oder getestet, dann stehen mir meine Freiheit, meine Grundrechte nicht zu. Und das ist eine ganz gefährliche Logik, das hat nichts mit Freiheit zu tun, das ist übelste Diskriminierung, das müssen wir verhindern. Warum, also sagen wir es anders, das ist ein Preis, den wir im Moment zahlen wegen der epidemiologischen Lage. Ihnen ist der Preis zu hoch. Warum ist er denn zu hoch? Wieso zahlen wir Preis? Für was zahlen wir Preis? Es gibt nichts gratis im Leben. Wir haben jetzt seit Februar fast konstant eine Untersterblichkeit bei über 65-Jährigen. Mhm. Wir haben normal volle Spitäler. Es gibt keinen einzigen medizinischen Grund, dass es nur eine einzige Massnahme gibt. Wir müssen sofort zurück zur Normalität. Wir haben es jetzt gestern noch nicht geschafft, wegen der Drohungen mit der Finanzhilfe. Aber ich bin mir sicher, dass bei einer nächsten Abstimmung im November werden wir es schaffen. Und dann spätestens zurück zur Normalität. Und jetzt sagen Sie, wir haben eine Untersterblichkeit seit dem Februar. Wir impfen seit im Dezember. Das wäre jetzt meine Erklärung, dass wir keine Untersterblichkeit haben. Ja, es ist sehr zu begrüßen, dass jetzt die Risikogruppe geimpft ist. Und die, dann geht die Argumentation nicht auf. Und die sich impfen wollen, können sich impfen. Aber wenn ich nicht geimpft bin, will ich wegen dem nicht diskriminiert werden. Wir müssen auch wissen, die Jungen, die sind überhaupt noch nicht geimpft. Viele wollen sich auch nicht impfen. Und dass wir in der Schweiz einen Zustand schaffen, wo die Jungen in einer diskriminierenden Scheinfreiheit aufwachsen müssen, das können wir nicht akzeptieren. Das heisst, das wollen Sie nicht, das Zertifikat, aus den Gründen, was Sie sagen, aber Grossveranstaltungen, Events, das ist ja das, was die Jungen interessiert, können reisen, genau. Das wollen Sie. Genau, wir wollen reisen, wir wollen wieder normal in Ausgang, die Wirtschaft will wieder normal wirtschaften. Das, und das wird gut eben mit dem Covid-Zertifikat nicht. Das ist eben nicht ein Teilschritt in die Freiheit, sondern es ist Einschränkung auf weitere Zeit. Man muss keinen sagen, dass das Wirtschaftsfreiheit ist. Wenn Unternehmen vorgeschrieben bekommen, dass sie die Hälfte von ihren Kunden, weil die Hälfte ist etwa noch ungeimpft, sogar noch ein bisschen mehr, die Hälfte von ihren Kunden nicht darf bedienen, dann ist das eine massive Einschränkung in die Wirtschaftsfreiheit und das muss weg. Und darum müssen wir der Bevölkerung noch einmal die Möglichkeit geben, die Handbremse ziehen. Diesmal wird man sich nicht hinter der Finanzhilfe können verstecken. In Ihrer Welt, ich sage, ich tue es jetzt ein bisschen zuspitzen, ich hätte Angst, neben Ihnen zu stehen. Wenn ich das Zertifikat habe und ich kann das beweisen, Sie wollen das nicht. Ihre Welt, meine Welt, Sie möchten Freiheit. Ihre Freiheit, würde ich sagen, findet die Grenze an meiner Freiheit. Und ich hätte Angst, neben Ihnen zu stehen. Also würde ich mir das wünschen? Schauen Sie, meine Welt haben jetzt bei den letzten Abstimmungen 40% vertreten. Bei den Jungen sind es übrigens gemäss Nachwahlbefragungen schon 50% gesehen. Wenn man mit der Finanzhilfe nicht droht hat, wäre es bei den Jungen etwa 70% gesehen. Es ist ein Enthusiasmus ausgebrochen, wie Sie sich nicht vorstellen können, jetzt beim Sammeln von dem zweiten Referendum. Ich kriege Zuschriften von SP-Mitgliedern, die sagen, ich habe es eigentlich nicht so mit SVP, aber diesmal haben sie nur recht. Von Ausländern, die sagen, ich kann selber nicht unterschreiben, ich kann nicht abstimmen, aber schickt mir Bögen, wie kann ich euch noch unterstützen, wie kann ich noch sammeln. Ich kriege Anfragen von Leuten, die Geld geben, die uns unterstützen wollen. Also ich glaube, wir sind alles wie mehr wirklich zur Erkenntnis gekommen, der Lockdown und die ganzen Massnahmen, die
die bringen es nicht. Und ob wir ein Zertifikat haben oder nicht, das wird kein einziger gesundheitlicher Fall verhindern können. Darum, es bleibt uns nicht anders übrig als zurück zur Normalität. Und wir können es uns sehr wohl erleisten. Und das Virus ist längst nicht so gefährlich, wie man gesagt worden ist. Da können wir, das weiss ich nicht, Sie haben vorhin von der Untersterblichkeit geredet, wo ich jetzt gesagt habe, ja, die haben wir, weil wir angefangen haben impfen. Wenn wir noch mal zurückblenden auf den letzten Herbst, wir sind ja dort eigentlich im Sommer mit Lockerungen rausgegangen, dann, wenn wir Todesfallzahlen von dort anschauen, ich meine, im Herbst sind wir auf die Nase geflogen. Ja, aber schauen Sie, es gibt Länder, die haben fast keine Massnahmen gehabt, oder gar keine, wie Bundesstaaten in den USA, Florida zum Beispiel, seit letztem September ohne Massnahmen. Aber nein, das ist nicht der Punkt, den ich muss sagen. Ja, aber wir müssen euch ein bisschen mehrere Beispiele haben, um einen guten Schluss auf die Schweiz zu ziehen. Und wir sehen Staaten in den USA zum Beispiel oder auch Schweden, die unterdurchschnittliche Zahlen haben. Und dann haben wir Staaten in Europa wie Tschechien oder Ungarn, die knallharte Lockdowns haben, mit Ausgangssperren, mit Maskenpflicht im Freien. Und die haben die weltweit höchsten Zahlen. Und das weiß man, dass genau ganz, ganz harte Massnahmen nicht gebrochen haben. Also gegenüber der Mitteilung zur Freiheit, zur Selbstverantwortung. Ganz ehrlich, ich kann mich selber schauen für meine Gesundheit. Ich brauche keinen Virologen, ich brauche keinen Staat, der mir sagt, ob ich 15 oder 15 Leute bei mir daheim habe. Ich weiß mich selber zu schützen, alles andere ist bevormundet. Vom Staat und mit dem nicht aufhören. Gut, wir machen das, nehmen wir an, das kommt durch, wir machen das nicht mit dem Zertifikat, EU macht es. Dann dürfen wir das machen. Wenn ich jetzt sage, die Jungen wollen vielleicht auch wieder einmal ins Ausland reisen. Stimmt, ist dann schön, ist das ein Problem. Schauen Sie, wenn das Ausland will diskriminieren, wenn das Ausland eine Zweiklassengesellschaft will, wenn das Ausland die Gesellschaft spalten will, die eigene Bevölkerung in Geimpfte und Ungeimpfte aufteilen, Gräben in der Gesellschaft schaffen, dann dürft ihr das Ausland machen. Das liegt nicht in unserer Macht. Aber hier in der Schweiz liegt es in unserer Macht, das zu verhindern. Und darum müssen wir jetzt Vollgas geben für die Unterschriftensammlung, weil wir haben nur noch 3 Wochen Zeit. Wenn wir das Referendum schaffen, das wäre genial, weil die Abstimmung, bin mir sicher, die werden wir gewinnen. Ich muss nochmal umreiten auf der Zweiklassengesellschaft. Wenn etwas gleich ist, muss man es gleich behandeln. Wenn etwas nicht gleich ist, muss man es nicht gleich behandeln. Der ansteckende Nicht-Geimpfte wird er sie gleich behandeln als der, der geimpft ist. Der, der geimpft ist, der, der nicht geimpft ist. Selbstverständlich. Sie gleich behandeln. Schauen Sie, unsere Grundrechte stehen uns nicht zu, ob wir gesund sind oder nicht gesund. Unsere Grundrechte stehen uns zu, Und die gesetzliche Grundlage zum Leuten, die nicht gesund sind, diskriminieren und in der Grundrechnung, die gesetzliche Grundlage muss man mit aller Kraft verhindern. Das ist so übel und das ist der freiheitlichen Schweiz komplett unwürdig. Sie haben gesagt, das wird ein enger Lauf, 50'000 Unterschriften. Sehr. Was ist der Plan? Was ist Ihr Plan? Wir werden es jetzt schaffen, in 3 Wochen. Es ist unglaublich. Sie sind geistig schon in der Ferien, es ist schönes Wetter. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Nachrichten ich gestern und heute bekomme. Ich werde überschwemmt mit Anfragen. Unsere Mailbox platzt aus allen Nöten. Wir können auch ganz viel Versand machen. Es ist eine richtige Euphorie, gerade bei jungen Ausbrüchen. Ich sehe das auch auf Instagram, auf TikTok. Das Zeug wird teilt, die Unterschriftenbögen gehen viral. Ich bin mir sicher, auch nach diesen 2 Tagen, nach diesem Enthusiasmus, wir werden es schaffen. Macht Mutterpartei mit? Die SVP? Ich habe bis jetzt noch keine Antwort, aber es wäre natürlich recht, wenn Sie... Ja, die Antwort wäre mir schon recht. Ja. Okay. Aber ich bin mir sicher, wir schaffen es auch ohne die Mutterpartei, aber umso besser, wenn sie dabei ist, weil die Mutterpartei stellt sich ja ganz klar gegen die Zweiklassengesellschaft. Auf wen zählen Sie noch? Auch auf viele andere Organisationen, wir haben zum Beispiel Freunde der Verfassung, die mitmachen, Aktionsbündnis Urkantön, x andere Jugendbewegungen, also wir sind ein paar. Okay. Dann sind wir gespannt, wie das rauskommt. David Raxel, Dankeschön für den Besuch im Studio. Das war's. Ich danke fürs Gespräch. Dankeschön fürs Zuschauen und weiterhin viel Spaß mit dem Programm von Tele Basel.